Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir waren letztes Mal so weit gekommen, dass wir uns diesen Schrottplatz hier angeguckt haben. Der Roboter-Schrottplatz. Wir werden jetzt hier auch gleich weitermachen. Ich habe eine Menge von der Railroad gehört, dass sie Synths befreien und so. Scheint mir ganz in Ordnung zu sein. Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Erstmal gucken wir jetzt hier rein, aber erstmal möchte ich mich wieder umziehen. So. So ist schick. So, Lieferprotokoll. Ein Prototyp Wachbot, unbekannt. Protektons, alle Gliedmaßen fehlen. 4 außer Dienst gestellte Wachbots, 5 Roborhirne, IQ weit unter 80, 14 Augenbots, Sichtsensor fehlen, 9 Prototrons, alle Gliedmaßen, 27 defekte Mr. Andys, hören nicht auf zu reden, 12 Prototrons, alle Gliedmaßen fehlen. Mitarbeiternotiz. Dylan. Komisch, noch mehr. Komisch. Noch mehr dieser Prototrons. Ohne Arme und Beine. Wie können. Wie kann einem das bei dem Produktion nicht auffallen? Produktion nicht auffallen. Lassen Sie die Roboter von anderen Robotern bauen? Das ist ein beängstigender Gedanke. Mike. Roboter? Die Roboter herstellen? Oh Mann. Wir haben letztens diese Augenbots reinbekommen, die keine Augen mehr hatten. Ist das nicht saugemein? Ha. Naja, wenn sowas fehlt, dann müssen sie eine Menge in eigenen Bots beschäftigen oder so. Aha, aha. Ja gut, ich weiß nicht. Sie haben ein paar Wachbots angeladen. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas damit denen nicht stimmen. Warum schmeißen sie die Dinger einfach so weg? Ich überlege, ob ich nicht einen von den Bots mit nach Hause nehme, damit er mir bei dem Rasen mäht. Was denkst du? Ein Wachbot, der Rasen mäht? Noch mehr dieser Prototrons, denen alles fehlt. Ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört. Die Dinger... die haben auch die Dinger reinbekommen. Da hatte jemand mächtig missgebaut. Komisch, dass es billiger ist, sie hier abzuladen, als sie zurückzuschicken und ein paar Arme dran zu montieren. Irgendwelche komischen Typen ganz im Schwarz haben einen Wachbot angeliefert. Sie wollten nicht sagen, wer sie sind. Das Ding sieht voll funktionstüchtig aus. Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren und dann abschalten lassen. Ich habe in der Kiste geschaut, die sie daneben abgestellt haben. Da waren Holobänder drin. Ich habe überlegt, sie mir anzusehen, aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich. Das war nur ein Witz, dass ich einer der Wachbots mehr nach Hause nehmen will. Schau dir diesen Holobänder nicht an. Wenn die Typen das hier abladen, hatten sie sicher einen Grund, guten Grund dafür. Und du solltest nicht in diesen Sachen reinziehen lassen. Wir haben hier einen ruhigen Job. Wir kommen ein paar Mal die Woche rein, gehen das Gelände ab und dann ab nach Hause. Versau das nicht mit deiner Neugier. Band abspielen. Informationen. Dieser Holband gehört zum Kampfwächter-Prototyp MK. Ist verantwortlich für Sachbeschädigung, Verletzung oder Todesfälle während des Betriebes des Prototypen. Falls Sie kein Mitglied von Zensiert oder ein Geschäftspartner des Besitzers dieser Prototyps zensiert sind, müssen Sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder die dazugehörigen Prototypen leugnen. Wachbot aktivieren. Hierdurch wäre der Kampfwächter-Prototyp MK4 und alle dazugehörigen geladenen Systeme gebootet.
Warnung, dieser Kampfwächterboot ist ein Prototyp. Er wird natürlich Tests im einen abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut der Initiative für Kampfprototypsysteme Code bla 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 ist der aktuelle Benutzer für eventuelle auftretende Vorfälle während des Trainings verantwortlich. Bootsequenz fortführen. Ja. Okay. Ist doch ganz nett, der Roboter eigentlich. Verteidigungsprotokoll aktivieren. Wachbot deaktivieren. Selbstzerstörereinheit. Informationen. Ja, gut. Tarnungsprotokoll aktivieren, Wachbock deaktivieren. Selbstzerstörung einleiten. Ja. Fusionskerne. Sehr schön. Netter Roboter. Man hätte natürlich auch töten können, aber wer weiß, ob man das einfach so kann. Ne, also wir sind ja auch nicht Hulk. So, da haben wir auch das hier. Angeblich ist hier sogar noch was irgendwo. Ich weiß zwar nicht, wo hier noch was sein soll. Vielleicht kommen wir später noch mal wieder her. Man weiß es nicht. Oder ich weiß es zumindest nicht. So. Ich meine, dass hier irgendwo auch noch eine Farm war. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Deswegen werden wir jetzt einmal kurz... erstmal Inventar. Diverses. Emmas Holoband. Haben wir uns Emmas Holoband angehört? Ich glaube nicht. Hör wir das mal kurz an. Er ist jetzt schon über eine Stunde weg. Wir müssen hier raus. Die Jungs glauben, dass wir schon in Concord sind. Wenn Josh sich mal beeilen würde, schaffen wir es vielleicht rechtzeitig. So, ich habe mir nämlich ganz schnell eine Karte geholt. Da kann ich nochmal im Schlafen.
schnell raufgucken. Gibt ja so viel zu entdecken, wo wir als nächstes hingehen wollen. Nordwestlich. Eins wäre die Wald. So. Wenn ich mal die Karte nochmal aufmache. Wenn eins die Wald ist. Drei ist. Vier ist Concord. Dann ist 12. Ein bisschen darunter. Gorkys Hütte. Hier, Ampententen, die Farm. 10. Bisschen unter 3. Und 3 war Red Rocket Tankstelle. Also bisschen hier. 9. Hier ist Schimmels, die Flottenstation. Neun, 10 und 11. Ranger Hütten, aber Farm. Aha. Okay, ein bisschen hier vor. Also wir gehen mal da so hin. Das heißt, ich werde mich mal kurz noch. Obwohl, nein. Wir gehen hier hin. Mal eben. Und von dort aus dann zu dieser Farm. Und dann gucken wir mal, was die Farm-Mitarbeiter so von uns wollen. Die wollen sicher bestimmt den Minutemen. Händler oder Ärzte. Aha. Das ist jetzt aber auch 2. Ranger Hütte. Ranga Ranger Hütte. Muss auch eine Ranger Hütte sein, die habe ich auch noch nicht gesehen. Also hier, in diesem Umkreis, gibt es auf jeden Fall noch mehr zu sehen. Gibt es eine Ranger Hütte? Irgendwo hier links noch? Und angeblich ist da. Das muss die Farm sein. Das muss die sein. Gehen wir doch mal gucken, was die hier von uns wollen. Wenn hier ein Mensch ist, natürlich wieder voll viel essen, aber das will ich jetzt alles gar nicht mitnehmen. Moin. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Warte, ich will mal eben mich wieder umziehen. Schon gut, ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Ich hatte gehört, die Gunner hätten euch ausgelöscht. Wenn du helfen willst, es gäbe da ein paar Raider zu töten. Es gibt keinen schlimmeren Abschaum im Commonwealth. Ich kümmere mich für euch nur zu gerne. Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tatos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Blake Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Ja und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Das gehört Was dazu. Braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du 3 Dinge brauchst. Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann?
Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Jetzt sind wir hier. Können wir was tun? Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Mhm. Hi. Suchst du Arbeit? Wir könnten Hilfe bei der Melonenernte gebrauchen, falls du Zeit hast. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Was bezahlst du? Ja, wie die Kronkorken von Flaschen. Weil es Geld ist. Zumindest hier im Commonwealth. Ihr bezahlt mit Kronkorken? Was ist denn mit Dollar und Cent passiert? Das alte Zeugs? Das nützt heute nicht mehr viel. Außer man möchte sein Klohaus bestücken. Was bezahlst du? 3 Kronkorken pro Melone. Kein schlechtes Geschäft, wenn du mich fragst. Sagen wir 5. Abgemacht? Abgemacht. Aber das bleibt zwischen uns beiden. Ich brauche nicht wieder eine Moralpredigt meiner Mutter. Also soll ich Kronkorken... Kronkorken? Nein, Melonen sammeln. Lucy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Ja, hier, bitte. Großartig. Danke für deine Hilfe. Das ist nett. Hallo. Neu hier? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Was hast du vorrätig? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Munition, Medikamente und so. Munition und Medikamente? Wie grundlegend sind die denn? Sehr. Willst du hier draußen überleben? Dann brauchst du Munition und Medikamente. Also, willst du jetzt handeln oder nicht? Klingt gut. 38er Patrone hat sie. Wert 2. 15. ...30 Kronkorken. Ja, das machen wir mal. Ich kann nicht behaupten, schon in Diamond City gewesen zu sein. Die größte Stadt im Commonwealth. Brauchst du was? Willst du was wissen? Hier kannst du damit anfangen. Wie läuft der Handel mit Diamond City? Gut, wenn mein Mann mal dazu kommt. Das geht aber nur, wenn die Farm zuvor nicht überfallen wurde. Warum glaubst du wohl, dass ich Munition und Medikamente verkaufe? Du kannst dich nicht verteidigen? Dann schluckt dich das Commonwealth. Na, okay. Ich glaube nicht. Großartig. Vielleicht sagst du das beim nächsten Mal sofort, statt meine Zeit zu verschwenden. Ja. Ich fände es nicht weiter schlimm, wenn diese Raider Marys Schicksal teilen würden. So, mal Karte gucken. Wir sollen nämlich jetzt dahin gehen. Heißt, wir gehen jetzt wieder. Entfernen wir den.
gehen wir mal. Wollen wir gehen hier wieder hin. Und dann gehen wir mal dahin, ne? Deswegen war ich da auch nicht. Weil ich habe schon gewusst, dass es hier eine Quest gibt, die dafür ist. Eine schöne Schlaukarte hier. Von meinem Büchlein hat mir das gesagt. Und es ist dunkel geworden. Ich dachte, ich hätte andere Munition, aber na gut. Ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel. Kann ich jetzt aber nicht ändern, oder ich schlafe irgendwo. Schätze, die wäre ich. Ich wusste es. Ey, Alter. Hau die Maul auf, Ratte. Glaubst du das? Hoffest du auch mal. Leuchtpilze. Ach, viel Munition haben wir auch werden nicht mehr. Ich gebe mir die Munition aus. Speichere ich erstmal hier. Oh, das ist ein Hund. Treffe ich aber nicht. Voll der Scheiß. Wer ist da? Psst. Was gibt's? Dort drüben. Verstehe. Los, in Position. Bin dabei, General. Zugriff. Halten wir sie aus. Kannst du sie sehen? Zugriff. Hier. Fallen lassen. Ausschalten. Geh dorthin. Hier drüben. Dorthin. Und los. Zugriff! Auf ihn. Oh, Preston, das müssen wir noch ein bisschen üben, wa? Das müssen wir aber noch mal ein bisschen üben, glaube ich.
jetzt aber nichts mehr. Oh, Patronen. Wer weiß schon, wozu das alles mal gut war. Also für mich sieht es aus wie eine Antenne. Und da haben wir eine Matratze. Und hier werde ich jetzt erstmal schlafen, damit es wieder Tag wird. Würde ich sagen, aber erstmal loote ich alles. So. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Damit es wieder Tag wird. Es ist jetzt so spät, also schlafen wir mal 10 Stunden. Der 11. Erst 2087, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Hätten wir mal beobachten sollen. Wie schwer sind wir denn überhaupt? Das geht noch. Das geht ja alles noch. Meinst du? Wir beiden sind mal noch 2. Aussieht. Schau mal nach. Tut mir leid, General. Ich wünschte, ich könnte. Hier. Ist so gut wie erledigt. Verstecken. Halt die Augen auf. Hey! Sag mir einfach wo. Dort drüben. Ei, ei, Sir. Los, in Position. Bin dabei, General. Hey! Ich bin ganz Ohr. Hey! Okay, was soll ich tun? Warte. Ich warte auf dich. Ja, General sagt, warte. Speichern wir hier nochmal wieder. Das war lustig. Das heißt, das wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Die Arbeit ist nach einem normalen Zeitplan fortzuführen. Zweitens, im unteren Lagerraum ist eine Desinfektions aufgrund von Schädlingen, insbesondere Kalaken, notwendig. Diese wird ab dem 4. Oktober 77 um 9 Uhr durchgeführt. Das Gesamtpersonal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahmen zu verlassen. Drittens, aufgrund der großen Menge anfangender Signale werden vor Ort bis auf weiteres täglich Nachrichtenoffizier eingesetzt, die Zugang zum Nachrichten benötigen. Hast du was Nützliches gefunden? Nein.
habe ich nicht. Geschafft. Patronen. Mini-Atombombe. Für Fatman. Also Vorkrieg gibt es hier viel. So. Den Raum haben wir auch noch durchsucht. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Hier in Fallout 4. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.